Hallo und herzlich willkommen zurück, ihr Pharma-Leute. Wir spielen wieder LS19 auf der PlayStation 4. Ich habe hier schon mal angefangen, die Ballen einzusammeln mit dem neuen Ballenwagen, wo im DLC dabei gewesen ist. Ich zeige es euch gleich, wie der heißt. Und zwar ist es. Jetzt muss ich erstmal gucken. Ja, das ist der hier, der RBM Pro 2000 für 72.200 Euro. Den habe ich mir mal gegönnt, gekauft. Ich habe auch schon ein paar Kühe, 200 Kühe, ne, 235 Kühe habe ich schon, die müssen auch noch gepflegt werden, das muss ich auch noch machen, irgendwann in der nächsten Livestream vielleicht. Mal schauen, wie ich dann Zeit dazu hätte. Lust hätte ich, habt ihr auch Lust, dass ich mal wieder in Livestream starte? Schreibt mir es dann gerade bitte in die Kommentare. Lasst bitte dann noch ein Like da, dauert keine Minute, dauert ein paar Sekunden, gerade auf den Button drücken, Daumen nach oben drücken. Und die Glocke aktivieren. Das sind keine 10 Sekunden, wo er dann verliert. Das geht schnell. Über sowas will ich mich sehr, sehr freuen. Ich bin auch dabei, die Ballen da mit der neuen Ballenpresse da zu pressen. Die steht ja ganz da hinten. Ich habe schon mal angefangen. Habe sie auch nicht fertig gemacht, weil ich gerade im Mais ernten fertig war. Beziehungsweise ich habe es ja gehäckselt. Hat lang genug gedauert. Jetzt habe er kein Mais mehr drauf, ich habe alles teilweise gehäckselt. Ich glaube 2 Tonnen habe ich im Drescher noch drin, die sind dann für die Schweine. Auf den Felder, wo wir jetzt besitzen, mache ich Weizen drauf. Weizen brauchen wir nämlich für die Kühe. Nee, was sage ich denn da für einen Scheiß? Jetzt muss ich ja selbst gucken. Ich habe irgendwas gebraucht für die Kühe. Ah ne, dann war das, genau, dann war das für die Schweine. Für die Schweine brauchen wir Weizengerste. Weizen oder Gerste. Ich werde Weizen drauf machen auf den Felder, wo uns gehören. Das mache ich dann auch vielleicht im Livestream, wenn ihr einen sehen wollt. Ich muss dann auch die Felder noch ein bisschen bearbeiten. Das heißt also pflügen, spritzen, beziehungsweise Gülle. Wir haben jetzt genug Gülle. Und damit tue ich dann die Felder noch ein bisschen eindüngen. Und jetzt habe ich es gleich geschafft hier. Rein damit in den Ballenwagen passen 24 Ballen rein. Das ist praktisch, wenn man hier so eine große Fläche hier hat an Ballen. Ich werde mir auch noch gleich ein Düngerfahrzeug holen, dass wir schon mal anfangen können zu düngen. Dass das dann auch noch weg ist. Und außerdem tue ich dann die ganzen Ballen auch wieder wickeln, dass wir ein bisschen Silage haben, denn meine Silage, wo ich abgeerntet habe, ist noch nicht ganz fertig. Ich glaube bei 3 oder 4% Gärung. Und ich brauche noch viel, viel Futter. Viel, viel Futter für die Tiere und das waren alle Ballen. Ne, da fliegt noch einer rum. Einer liegt noch, einer liegt doch da. Warum liegt er? Weil er nicht stehen kann. Ole, ole. So. Aufgenommen und dann dahin geplatziert. Ich habe da schon teilweise schon ein bisschen was angefangen hier an Ballen zu stapeln hier. Und die muss ich dann halt alle noch wickeln. So, jetzt kaufen wir uns aber erst ein neues Fahrzeug, neue Güllefass. Wir holen das hier. Das kaufen wir uns jetzt. Dazu noch das passende Gerät hier noch. So. Diese Stelle entladen. Und da machen wir Motor aus, rennen gleich mal zu unserem Deutz 7250 TTV und dann geht's da weiter. Denn die Ballen haben wir jetzt alle eingesammelt. Jetzt geht's los mit dem neuen Fahrzeug.
Ich war ein bisschen in der Innenperspektive, dass wir es auch lernen, da zu fahren. Denn damit habe ich nämlich noch Schwierigkeiten, muss ich offen ehrlich zu euch sagen. Auf dem Feld 22 Kartoffeln. Ich habe im Moment gerade noch genug Kartoffeln, denn deshalb brauche ich das Feld im Moment nicht zu beachten bzw. zu bearbeiten. So, dann holen wir unser neues Güllefässchen raus. Unser schönes großes Güllefass. Güllefässer sind cool, denn damit kann man nämlich düngen, günstig düngen, wenn ihr genug Kühe habt und die haben schon ein bisschen Gülle produziert. Es ist immer praktisch, wenn man hier ein Güllefass hat. War riesig. Jetzt muss das andere noch da hinten dran. In der Hoffnung, dass es gleich klappt. Wunderbar. Und jetzt geht's los. Ich schaff das, schafft mein Traktor auch hier. Ich habe ehrlich auch nicht geachtet, wie viel PS das braucht, das Gerät. Ah, ich denke schon, dass es passt. Es muss einfach passen. Wenn ich denke, warum ich da die Halle hingebaut habe, hier rechts von uns, da kommen dann die ganzen Ballen rein, damit sie geschützt sind vor Regen. Denn so habe ich sie immer nur im Freien da oben rumstehen, wie ihr das seht. Die habe ich da hingestellt, weil ich da oben mein Futter Mischwagen habe. Das habe ich da oben das Ding hingestellt, damit wir da unser Futter da mischen können. Dann filmen wir mal kurz schnell. Das geht ja relativ schnell und dann geht's los zu unserem ersten Feld mit Güllen. So, schon sind wir bei 100%. Ah, komm, ich häng da hinten. Sehe ich schon wieder? Ja. Oh. Jetzt wird's dumm und peinlich. Fahren wir in die Richtung. Das schafft meine auch. Wir müssen wir einen anderen Traktor nehmen. Habt ihr wie die Schweineköpfe, wie sie eben gefuttert habe, gefressen haben? Muss jetzt gerade mal kurz sinken. Ah, okay, ich kann erstmal. Okay, ich muss jetzt erstmal aufklappen dann. Dann werde ich ihn gleich mal aufklappen. Ah, da vorne steht noch mal ein Flug, den räume ich mal kurz schnell weg. Sonst steht er noch im Weg. Gerade einen Augenblick, es geht gleich los. Beziehungsweise das kleine Stückchen können wir jetzt auch noch kurz schnell noch pflügen. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit im Let's Play. Ich habe wieso keine Zeit gestoppt, also weiß ich gar nicht, wie lange die Folge überhaupt noch geht. Ihr werdet dann wahrscheinlich sehen, wie lange die Folge geht. Ich werde es noch nicht sehen, ich werde es auch noch nicht erfahren. Aber oh, das geht ja relativ schnell hier.
Dann wäre das nämlich auch erledigt. Ich lasse jetzt erstmal da stehen. Denn wir wollten eigentlich noch mit dem Güllefass rummachen. Ich muss jetzt anschalten. Ne? Senken. Ah, jetzt geht's. Ah, der tut gleichzeitig noch Grub an, soweit ich sehe. Cool. Auch nicht schlecht. Das habe ich jetzt bei den Schweinen geholt. Ich habe auch noch Schweine, ich habe noch Hühner und genügend Kühe. Also wir haben noch genug Gülle. Milch muss ich demnächst auch verkaufen gehen, wenn der Preis stimmt und wenn eine große Nachfrage irgendwann kommt. Dann heißt Milchverkauf eine ganze Folge lang. Ich habe das Gerät hier noch nie benutzt, muss ich ehrlich sagen. Ich habe immer ein anderes Gerät, aber von dem Gerät will ich halt nur testen, wie das so ist, ob es was taugt. Und ich muss sagen, das ist gar nicht mal so schlecht hier. Mich juckt es gerade im Ohr. Mich hat's im Ohr gejuckt. Ich muss gerade mal ein Bild machen, ein Screenshot. So, jetzt kann's weitergehen. Jetzt kann es weitergehen. Ich weiß nicht, was ich mit euch reden soll in dem Let's Play. Das ist mein Problem. Ich weiß, im Let's Play redet man eigentlich viel, aber ich habe leider nichts zu berichten. In meinem Leben passiert im Moment gar nichts. Ich hoffe, ich habe auch irgendwann wieder Zeit für einen Livestream. Da werden sich wahrscheinlich auch einige freuen. Und ich werde auch wieder einen Multiplayer-Livestream starten, versprochen. Ich kann euch noch nicht sagen, wann, aber er kommt ein. Ja. Und ich probiere nicht immer das Wort so oft zu reden. Da habe ich nämlich auch schon manche beschwert. Deshalb lasse ich mir neue Wörter einfallen. Meine Damen und Herren, hiermit ist auch das Let's Play auch schon wieder beendet. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Denkt dran, lasst ein Abo da, ein Like, würde ich mich sehr, sehr freuen. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Christoph D86. Ciao.